Okay, Chat, wir gehen rein zusammen in das Video vom lieben Ace TV, das Internet versus Drachenlord, das Drachengame. Süßkram, Fertiggerichte. Wann ihr mich beglückwünschen müsst oder dürft, deutsche Zeit. Also nach eurer Zeit. Also in einer Stunde 15. Was macht der Rainer eigentlich aktuell, Chat? Was macht er? Weiß man, was er treibt? Wo treibt er sein Unwesen? Das schreiende Haus am Schauerberg. Die Drachenschanze. Hier lebte einst Rudi Winkler und seine Frau Rita. Wusstet ihr, Chat, woher dieses Sprichwort kommt, wichtig und richtig, Chat? Das kommt auch vom lieben Drachenlord, weil jemand an sein Haus geschrieben hat, auch in Corona-Zeiten sind Besuche beim lieben Drachenlord wichtig und richtig. Und das, dann ist es viral gegangen. Wichtig und richtig, einfach kommt daher. Ehepaar hatte zwei Kinder, Ramona und Rainer. Rainer war ein fleißiger, strammer Bursche. Bereits im Alter von nur 5 Jahren übernahm er schwere Holzarbeiten im Wald. Ohne Dreck, Alter. Ich habe schon mit fünf habe ich schon meinen Vater im Wald geholfen und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ich habe wahrscheinlich schon viel früher gearbeitet als die meisten Menschen. Als Rainer älter wurde, hatte er oft Streit mit seinem Vater. Einmal hat Rudi sogar mit einem Hammer nach ihm geworfen und ihn nur knapp verfehlt. Hä, was war das für Aktion? Also, ja, mein Vater und so ist denn nicht so gut klargekommen, aber ich habe kein Problem damit, wie es da. Laut Rainer war ihr Verhältnis dennoch gut. Ein Streitthema kam immer wieder auf. Rainer wollte Internet. Doch Rudi war vom alten Schlag. Für ihn war eines klar. Rainer, mein Bruder, ich sag da was, solange ich... Ey, ich brauch diesen Clip nochmal von diesen Bauern. Kann mir das irgendein Nut raussuchen? Blied. Kommt da Chor Internet ins Haus? Bitte, Papa, bitte. Rainer, gib mal Ruhe. Doch am 3. Juli 2011, nur einen Tag vor seinem 58. Geburtstag, starb Rudolf Winkler an den Folgen von Prostatakrebs. Laut Rainer war Rita in jener Nacht, in der Rudi starb, bereits bei ihrem neuen Verehrer. Weshalb Rainer noch heute sehr sauer auf sie ist. Meine Eltern, meine Mutter, mein Vater ist tot. Meine Mutter ist eine dumme die irgendwo anders rumrennt und mich auf... mir offens geht. Rita zog zu ihrem neuen Freund. Seine Schwester Ramona kam irgendwann einfach nicht mehr nach Hause. Und die pflegebedürftige Großmutter väterlicherseits, die auch im Haus lebte, wurde von Rainer ins Pflegeheim gesteckt. Rainer, bitte nicht. So läuft die Welt bei den Mettlern. Es war vollbracht. Nun gab es nur noch Rainer und noch ein paar Tiere auf dem Hof. Den Familienhund Maxl. Oh, der wurde vom Tierschutz geholt, da er den ganzen Tag im Zwinger sein musste und Rainer sich nicht darum kümmerte. Im Stall gab es noch einige Tauben und Hühner, die alle tot waren, weil Rainer sie nicht gefüttert hat. So läuft die Welt bei den Bettlern. Dafür gibt es jedoch keine handfesten Beweise. Nur die Aussagen von Bekannten und Dorfbewohnern. Die armen Tauben und Hühner hast du nicht gefüttert. Nicht mal das hast du hinbekommen, obwohl du Futter hattest. Die armen Tiere sind qualvoll verhungert und die Leichen der Tiere waren im Stall gelegen. Artenschutz und vor allem Tierschutz und so weiter ist echt wichtig. Ich bin ja auch beim WWF, ich bin ja auch Mitglied beim WWF, sage ich normalerweise nicht, weil ich will dafür nichts oder sonst was oder ich will dafür keine Anerkennung oder sonst was. Und dann gab es da noch Rainers Pferd Blue. Das, meine lieben Damen und Herren, ist mein Pferd, der Blue. Blue! Blue! Er reagiert, aber er sieht mich nicht. Aber um das Pferd musste er sich nicht kümmern, da es laut ihm genug Gras auf der Wiese hatte. Kannst du ein Pferd verhungern lassen, das auf einer saftigen Wiese steht? Und er wüsste auch gar nicht, warum er sich um das Pferd kümmern sollte, denn das Pferd gehört ihm ja gar nicht. Blue gehört mir nicht. Der hat mir noch nie gehört. Das war noch nie mein Pferd. Ist mein Pferd, der Blue. Ich habe kein Pferd, dürft ihr euch das sagen. Ich habe kein Pferd. Ich hatte noch nie ein Pferd. Das, meine lieben Damen und Herren, ist mein Pferd, der Blue. Das interessiert mich ja nicht, was auf dem Pferd geht. Das ist nicht mein Artenschutz und vor allem Tierschutz und so weiter ist echt wichtig. Hier stand er nun, Rainer Winkler, Rudi Spur. Er war 21 Jahre alt, hatte keine Verantwortungen mehr. Und zum ersten Mal gab es sogar Internet im Haus. Rainer, kein Internet, du dummer Bub. Ich hab Kopfhörer auf, ich höre dich nicht.
Zelda Skyward Sword. Im letzten Tempel haben wir bereits... Idee, ich könnte ja auch YouTube machen. Am 10. August 2011 erstellte Rainer dann seinen YouTube-Kanal. So lange ist er auch schon dabei. Schon haben wir unseren eigenen Kanal. Ja. Von den ersten Videos ist leider nicht viel bekannt, da Rainer aus Versehen alle gelöscht hat. Ja. Warum ist der eigentlich überall gebannt, Chef? Warum ist der überall gebannt? YouTube, Twitch, TikTok, Puffpeng, warum ist der überall gebannt, Mann? Versehentlich alle Videos gelöscht. Hat er immer irgendwelche Sachen gedroppt? Was man nicht darf. Die ersten heute bekannten Videos stammen vom 30. Juni 2012. Ein Video, wo Rainer headbangt. Und ein Video, wo er sich bei seinen Abonnenten bedankt. Möchte ich meinen Abonnenten nicht an Richtlinien. Das ist einmal die V.Anessa. N-Bombe bei Scarbula Twitch. 1. Was? Das nächste ist Ramona Winkler. Meine Schwester. Währenddessen landet eine Fliege auf seinem Mund. Was zur Hölle? 2012 und 2013 kamen vereinzelt Videos, die kaum Aufrufe hatten. Wer ist dieser korpulente Mettler? Jedoch wurden einige davon über die Jahre zu Klassikern, wie zum Beispiel das Sauf-Video mit Ey Maller. Ey Maller, nicht auf! Und der Richter ist der Bayerle! Wie schaut's aus, Mann? Bäm! Ey! Ich sag mal, ob wir drei alle. Nee. Doch, alle! Let's play, alle! Natürlich, Mann, bei Drachengames, so geht es ab, Alter. Die Videos vom Drachen waren ein gefundenes Fressen für... Irgendwie sah der gleichzeitig sympathisch aus und wie ein verdammter Psychopath. Rolle. Schaut euch das mal an. Ich meine, ich heule wie ein kleines Mädchen. Blöd kann man Arsa, oder? Rainer nannte die Trolle Hader und erwähnte sie immer öfter in seinen Videos. Anscheinend habe ich mittlerweile wieder einige Hater oder sehr viele Hater. Jeder Internet-User weiß, man sollte Trolle nicht füttern. Doch Rainer ist ein ganz besonderer Mensch. Und es dauerte nicht lange, bis er einen riesigen Fehler beging. Boah, Witcher-Musik. Hallo, Ramona Winkler hier. Ramona, pass auf. Ich weiß, wo du wohnst. Irgendeiner. Ich weiß es nicht, wer es ist. Mir auch scheißegal. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 aus Kirchen. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch aus. Und damit wurde das Drachengame angeleitet. Ein Krieg zwischen dem Drachenlord und seinen Hatern. Echt ein ganz besonderer Mensch. Würdet ihr sagen, gerne auch mir in die YouTube-Kommentare schreiben, falls der Cutter es hochlädt, würdet ihr sagen, die Hater haben ihn besiegt? Ich glaube, die Hater haben gewonnen, Bruder. Ich glaube, er ist gefallen. Über all die Jahre haben es die Hater nicht geschafft, Rainers Tor vollständig aus der Verankerung zu reißen. Warum? Weil sie keinen Jagdpanzer hatten. Oder eine Messerschmiede. Oder ein riesiges Schlachtschiff. Sowas hast du auch nicht? Deine Armut kotzt, hol dir jetzt War Thunder. Hier gibt es über 2000 Panel. Kostet der Premium-Account für begrenzt hat seine Worauf wartest du? Hol dir War Thunder. Der Drachenlord hat seine Adresse geleakt. Nach ein paar Stunden ist ihm aufgefallen, dass das nicht so klug war. Schwierig. Sehr schwierig. Und er hat das Video wieder gelöscht, was nicht viel gebracht hat. Ihr kennt alle das Internet. Neu hochladen. Nochmal neu hochladen. Besuche gab es dennoch vorerst keine. Die Hater hatten wohl Angst vor Rainer. Oder ganz ehrlich, von euch traut sich sowieso keiner, wenn er mir mal über den Weg läuft, mich so blöd von der Seite anzumachen. Das hat bei mir das letzte Mal einer gemacht, das ist ungefähr 5 Jahre her. Und ich glaube, der hat sogar heute noch Probleme mit der Nase. Also keiner von euch würde sich wahrscheinlich trauen, mich auf der Straße so anzusprechen. Er hat mit YouTube weitergemacht. In seinen Videos hat er viele Informationen über sich preisgegeben. Hier einige Stats vom Drachenlord. Magie. Ich habe als Kind tiefblaue Augen gehabt. Dann, als ich älter wurde, wurden die so graublau. Und jetzt mittlerweile sind sie auch graublau. Haben aber manchmal den Hang zu grün und zu blau. Also die switchen ein bisschen zwischen grau und blau und grün. Ausdauer. Obwohl ich ein sehr fetter Mensch bin, ein sehr dicker Mensch bin ich gleichzeitig auch ein sehr fitter Mensch. Also ich bin körperlich äußerst fit. Rainer erzählt, dass er 15 Kilometer in nur 30 Minuten gelaufen. Damit hält er sogar den Weltrekord. Geschicklichkeit. Leute, ganz ehrlich, ich habe 5 Jahre lang Kampfsport gemacht. Ich habe vielleicht so sicher aus, aber ich habe keine Probleme mehr, gegen 3-4 Leute zu kämpfen, wenn es sein muss.
Meine Kicks sind immer noch so hoch wie früher. Einmal war Rainer nachts auf dem Nachhauseweg. Auf einmal standen drei Männer vor ihm. Einer davon bewaffnet mit einem Messer. Rainer wurde gestochen. Dennoch schaffte er es, die Angreifer mit einem Roundhouse-Kick abzuwehren. Dass ich mich herumgedreht hätte und dabei so eine Art Roundhouse-Kick verwendet habe und dann dem das Messer aus der Hand geschlagen habe. Hast du auch Gold geleuchtet, oder? Intelligenz. Mir wird immer gesagt, dass ich immer schlauer bin als andere. Rainer ist OP. Er kann einfach alles. Warum kann nicht jeder Mann so wie Rainer sein? Doch, warte mal. Den Farbwechsel seiner Augen sieht nur er. Nach zwei Schritten ist er schon außer Atem. Die Narbe von der Stichverletzung gibt es nicht. Sieht man da noch was von der Narbe? Ich glaube jetzt nicht mehr. Ich habe ja damals erst angefangen zuzunehmen. Wenn man mich wieder abnimmt, sieht man sehr vielleicht wieder. Und sein Roundhouse-Kick, naja. Mann, Alter, jetzt habe ich mir voll die Ferse angehauen, als ich aufgezogen habe am Tisch, Alter. Nach dem Politikvideo wusste auch jeder, dass Rainer nicht der Hellste ist. Bei uns sind die Straßen teilweise so schlecht, ja, die haben riesige Schlaglöcher. Mal so 50, 60 Leute engagieren, die dann mal quer durch Deutschland touren und sich mal auf die Straße konzentrieren. Damit könnte man die Arbeitslosigkeit voll runtersetzen. Diese Typen, die am Telefon immer mitlauschen. CSI heißt es, glaube ich. In diesem Reichstag. Ey! Warum macht man nicht ein Gesetz, dass man nicht mehr als 4 Millionen besitzen darf? Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Der Drachenlord ist ein Lügner. Er hat so oft gelogen, er bekam den Spitznamen Lügenlord. Es gibt sogar eine einstündige Lügen-Compilation von ihm. Eine Stunde? Das muss die gekürzte Version sein. Und zwar bin ich 1,96. Ich hab schneller eine Bauchmuskeln. Die Qualität von dem Video wird super. Rainer hat einen Autounfall. Ja, genau, deswegen sitze ich ja noch hier. Ich kann keine Lieder nachspielen, aber ich komponiere selbst Musik mit dem Klavier. Aber ich kann nichts zweimal spielen. Ich und ein Kleingebaut. Ich hab 16,5, Alter. Rainer gab auch vor, selbstständiger Schichtarbeiter zu sein. Jetzt Alter, ist die Sache, da ich jetzt selbstständig bin, auch wenn es keiner glaubt, ist mir auch egal. Aber jetzt, Alter, wenn ich früh aufstehe, kann ich halt entscheiden, verdiene ich jetzt Alter, die Woche 50 Euro oder verdiene ich die Woche bloß 10 Euro in der Stunde. Natürlich, ne? Rainer hat gelogen, wo er nur konnte. Doch es gab eine Lüge, die über die Jahre immer wieder aufkam. Rainer und das weibliche Geschlecht. Die einzige Freundin, die Rainer je hatte, war eine Fernbeziehung mit 14. Du hast zu mir gesagt, du hast noch nie eine Freundin gehabt, noch nicht mal geküsst. Ich habe eine Freundin gehabt mit 14, 15 war das. Rainer hat Weihnachten mit seiner Freundin verbracht. Im Normalfall verbringe ich das Fest so. Mit meiner Freundin stehe ich früh auf. Rainer weiß nicht, ob seine Freundin raucht. Soll deine Freundin nicht, dass du im Zimmer rauchst? Meine Freundin raucht ja auch. Oder nicht? Doch, nö. Weiß ich jetzt gar nicht. Rainer hatte sein erstes Mal mit 26. In der Disco gab es immer eine, das war mit, ich glaube, 26 oder 27, ich bin mir ganz sicher. War ein schöner Abend, ja. Mit der bin ich dann noch mit ihr nachgefahren. Und dann, ja, war nicht schlecht. Rainer ist 28 und Jungfrau. Ich stände mich nicht als alten Opa ab, aber mit 27, knapp 28, immer noch Jungfrau sein. Ist meiner Meinung nach einfach ein bisschen arg extrem. Rainer hat sich von seiner Freundin getrennt. Nein, warte zusammen. 5 Jahre? Glaube ich. Rainer hat einen Sohn. Er ist ein Sohnemann. Der wird bald 4. Niemand hat Rainer geglaubt, dass er eine Freundin hat. Umso dümmer waren die Gesichter der Hater, als Rainer live im Stream von seiner Freundin mit einem Kissen abgeworfen wurde. Boah, ey, ohne Scheiß, ne? Was zum? Alter! Der hat das schlecht gefaked. Man sieht doch genau, dass er nach dem verdammten Kissen greift. Boah, ohne Scheiß, ne? Jetzt zack, er greift danach. Und jetzt flippt das. Was zum? Und die Reaktion auch so, Alter, unangenehm. Schmeiß dich ein Kissen nach mir! Es war aber nicht schwer zu erkennen, dass Rainer das Kissen selbst geworfen hat. Er hat sich den Namen Lügenlord verdient. Oh Mann, du. Die Lügen sind aber nicht der einzige Grund, warum Rainer gehasst wird. Gehen wir nochmal ein paar Jahre zurück. Anfang 2015 gab es die ersten Besuche. Man bestritt den Pilgerweg, kehrte beim Roten Herz ein und stellte dem Drachen Opfergaben in Form von Monster Energy und Breitsamer Honig vors Tor. Den Lord ersperrte man dabei nur selten. Die Hater merkten aber schnell, man konnte den Lord aus seiner Festung locken. Einfach ein paar Minuten vorm Tor stehen oder den Lockruf anwenden. Herr Winkler!
Er kam herausgestürmt und bot ein kostenloses Spektakel. Rainer hat Leute sogar mit einem Rollator und einer Axt abgeworfen. Oha, what the fuck? Der war geil, Rainer. Das Ganze hat sich über die Jahre hochgeschaukelt. Besuche wurden immer mehr, was unter anderem auch daran lag, dass Rainer an seinem Tor einen Posterverkauf gestartet hat. Poster 8,50, Autogramm gratis. Doch der Höhepunkt aller Besuche stand noch bevor. Im Internet verabreden sich tausende Hater, den Drachenlord am 20.08.2018 gemeinsam zu besuchen. 20.08. wird genauso wie die Jahre vorher mit den ganzen Ankündigungen. Ja, am 12.08. Ja, am 11.01. Da wird nichts passieren. Genau wie die vorherigen Male. Die wollen nur Psychospielchen machen, mit Juckfesseln. Rainer startet einen Livestream auf YouNow. Er regt sich darüber auf, dass der YouTuber Tanzverbot eben vor seinem Haus stand. Yo, Doppelpiece, Leute, ich chill hier gerade so übelst geschädigt. War er wirklich Tanzverbot da? Tanzverbot war gerade da. Einige Minuten später wird ein Feuerwerkskörper gezündet. Geh nochmal da und die Hater sind da. Ich sage, lass sie kommen. Und im Notfall habe ich immer noch meine Fäuste. Tod und Kummer. Mehr als 600 Hater marschieren ins Dorf. Und sie haben... Warum Tod und Kummer, Bro? Der Typ. Nur eine Mission. Die Scheiße muss weg! Die Scheiße muss weg! Polizisten blockieren die Straße zu Rainers Haus. Einige Hater dringen dennoch zur Schanze vor und werfen eine Rauchbombe. Doch einen Böller fängt eine Wiese an zu brennen. Und im Polizeifunk spielen Hater ein Drachenlord-Soundboard ab. Hier, Müller, wie lauten die Befehle? Kommen! Ich überlege, ob ich mich furzen kann, ohne in die Hose zu scheißen. Was zur Hölle? Und was hat Rainer während all dem gemacht? Er hat gemütlich in seinem polizeibewachten Hof gegrillt. Die Würstchen kann ich schon mal runtertun. Aber wie kann es sein, dass all diese Menschen den Drachenlord hassen? Damals war Rainer der dümmliche YouTuber, der es nicht schaffte, Songtitel richtig auszusprechen. Hoodoo Ceremony. Hoodoo Ceremony. Die Alone. Das heißt wirklich Die Alone, also wirklich deutsches Die. Die Alone. Sauter Conjuriot. Southern Conjuration. Welker the Stalker. Walker the Stalker. Desert Knight. Desert Knights. Wailing Wall. Wailing Wall. Confusion. Confessions. Natürlich wurde Rainer getrollt, aber gehasst wurde er damals noch nicht. 2015 fing Rainer dann an zu Livestreamen. Er stellte sich auch einen Teamspeak-Server, um Fanmanagement zu machen. Was ich gerade mache, ist Fanservice, wenn man es mal genau betrachtet. Wer im Glashaus ist. Also wenn du jetzt Fanservice machst, ist das Arbeit? Natürlich, was soll das sonst sein? Okay, das war eine Frage. Ich habe schlechte Freizeitaktivität verbrochen. Okay. Auf dem Teamspeak wurde schnell klar, was Rainer für ein Mensch ist. Rainer hat immer recht. Wenn du nicht seiner Meinung bist, bist du ein Hater und wirst gebannt. Ich kann auch im Bannhammer schwingen, wenn's sein muss. Die Haut ist ein Organ? Rainer ist da anderer Meinung. Augen zählen als Organe, aber Ohren, zum Beispiel Haut, das zählt doch nicht als Organ. Haut doch, ist ein Organ. Doch. Aber, doch. Haut ist ein Organ. Du kannst Haut transplantieren, aber Organe sind etwas, was innerhalb des Körpers... Hier, der erste Satz. Die Haut ist funktionell, ja, das vielseitigste Organ. Die Haut ist ein Organ, Drache. Wisst ihr was? Ich hab dir den Wiki-Link verlinkt. Ja, aber es ist das Stimme. Channel. Auch im Livestream hat Rainer sich regelmäßig mit seinen Hatern angelegt, worin er nicht gerade gut war. Ich sitze vielleicht hier wie eine Mettwurst, aber du sitzt hier wie eine allgemeine Wurst in der Pelle, Alter. So weißt du über mein Leben so viel wie ein Stein darüber, wie es ist in der Wüste und tief im Wasser und unter der Wüste zu sein. Ein Hater hat Rainer so sehr gehasst, dass er fälschlicherweise einen Brand bei ihm gemeldet hat. Moment. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Die haben jetzt hier einen Großalarm bei mir ausgerufen von wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Etzela fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Daraufhin ist der Hater im Knast gelandet. Das hat sich gelohnt. Für die meisten Hater ging diese Aktion eindeutig zu weit. Rainer hat das Ganze scheinbar kalt gelassen. Am nächsten Tag war er schon wieder live. Im Hintergrund läuft Equilibrium, das Lied Unbesiegt. Das soll ein Zeichen gesetzt werden. Ein weiterer Grund, warum der Drachenlord gehasst wird, ist sein ekelhafter Umgang mit Frauen. Oh Lina, komm vorbei, ich habe ein Spielzeug für dich da. Oh, yeah. Userinnen im Teamspeak werden sofort in den Privatraum gemoved. You were moved. Oh, my honey.
Und wenn eine Frau nichts von ihm will, ist sie eine Haterin. Ich kann mir eine Beziehung nicht vorstellen. Und ich hoffe, du kannst es akzeptieren. Und ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt. Was genau war das jetzt von mir? Sich rumheulen oder sowas? Ich nehme an, jetzt war einfach mal wieder schlicht und einfach komplette Verarsche, oder? Ciao. Rainer hat sich an jede Frau rangemacht, wodurch es sehr leicht war, ihn zu trollen. Rainer wollte sich mal mit einem Fangirl treffen. Oh no! Oh, wie hießen die nochmal? Oh, da habe ich auch irgendwas mitbekommen. Das ist so viele Jahre her, so vergraben in den unendlichen Weiten meines Gehirns. Aber irgendwas war. Ich weiß noch, dass sie so... Echt? Die Erdbärchen? Ich dachte, ich irre mich mit dem Namen. Und ich weiß noch, dass sie irgendwie so ein Ding... Hey, King Power, danke für die Raid. Ich glaube, sie hatte irgend so ein Schal um oder so. Hallo Rainer. Doch am Bahnhof warteten zwei Hater, die ihn mit Cola und Mehl übergossen. Fuck auf Hater! Und dann gab es da noch den Mittwoch. Rainer lernte ihn über das Internet Erdbeeren. Ach, da ist sie doch! Es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, my honey. Jeder wusste, dass Erdbeerchen eine Haterin ist. Sie hat im Stream sogar Hater-Songs requested. Hey Mikito, danke für die 10 Naschis. Babe, wir müssen uns mal über deinen Musikgeschmack unterhalten, glaube ich. Sorry, aber das ist von einem Hater. Ja, Dorian-Übermensch ist ein Hater. Alles gut, vorträglich, das macht man nicht. War unbedingt gut fürs Vertrauen auch. Unglück. Fürs Vertrauen war das nicht sehr gut. Das hat mich gerade unglaublich schockiert. Aber das war ja nur einmal. Ach komm, das hat Rainer ganz schnell wieder vergessen. Er kannte sie erst 3 Wochen, hat sie noch nie im Real Life gesehen und wurde aus allen Richtungen gewarnt, dass Erdbeerchen eine Haterin ist. Und dennoch. Ich sehe das momentan halt als extrem großen Liebesbeweis von meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, nicht heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber... Oh Mann, ist das dein Ernst? Ja, schon. Also Rainer, du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich, du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh meine Leute, ich bin Dorian der Übermensch. Der Dorian Übermensch ist ein Hater. Genau. Ihr habt mich verarscht. Meine Güte, Rainer. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Durch den Heiratsantrag wurden viele Leute auf das Drachengame aufmerksam. Anfangs hatten sie vielleicht Mitleid, doch das ging ganz schnell wieder weg. Jemand, der irgendwo auf dem Bau arbeitet, der hat kein Ohr. Auch die linken 3. Alle Hurensöhne, sag ich. Auch die alte. Im Office. Verdammte Hurensöhne. Weil was anderes kann der gar nicht sein, Alter. Warum? Weil der nicht ist auch so selten doof. Ich hasse das zu sagen, aber ich wünschte, ihr würdet ein bisschen mehr spenden. Ich könnte die Kohle so gut gebrauchen im Moment. Gott kommt zu mir und will von... Ja, ich würde auch mal wünschen, dass hier mehr Primes reinregnen und mehr Subbums direkt um Mitternacht. Aber man kann halt nicht alles haben im Leben, ne? Rainer Schmeiner. Nee, gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Mit welchem Tier möchtest du gerne Geschlecht haben? Entweder ein Pferd oder allgemein vielleicht irgendwelche großen Wassertiere irgendwie. Jetzt sind nicht mehr Juden, jetzt bin's ich. Was interessiert mich, wo irgendwo ein Amoklauf ist? Es sterben gerade viele Menschen Nachricht. Na und? So. Na und? Bei mir ist jeden Tag Amoklauf gefüllt. Mich interessiert es nicht, wenn irgendwo auf der Welt Leute sterben. Im Oktober 2021 musste Rainer vor Gericht. Okay, sorry, Bro. Unter anderem, weil sorry, er dass einen wir gefragt Hater haben. Mit einer Taschenlampe geschlagen hat und Yo-Kai, einen mit Backstein den auf einen Hater warf. Das Outfit Nachis, seiner Wahl 10. für diesen wichtigen Termin war ein zerrissenes Slipknot-Shirt. Er wurde zu 2 Jahren Knast verurteilt. Die Hater haben endlich gewonnen. Der Drachenlord ist besiegt. Warte mal, der Lord legt Berufung ein. Die Staatsanwaltschaft auch. Es kommt zur Berufungsverhandlung. Die Hater feiern schon vom Gerichtsgebäude. Der Lord bekommt bestimmt eine noch höhere Strafe. Nach 12 Stunden Verhandlung fällt endlich das Urteil. Rainer Winkler, das Urteil lautet 1 Jahr auf Bewährung. Okay, das war's. Ihr könnt wieder gehen, raus hier. Der Drachenlord bleibt unbesiegt. Ich bin unbesiegt! Während er das Gerichtsgebäude verlässt, singen Hater den Lügenlord-Song. Unbesiegt!
Um im Gerichtsprozess bessere Karten zu haben, hat Rainer die Schanze verkauft und war nun obdachlos. Mit dem Geld vom Hausverkauf hat Rainer einen Teil seiner Schulden bezahlt und den Rest gut investiert. In eine VR-Brille. Eine neue Grafikkarte. Zuerst mal steht links oben Republic of Germans drauf. Republic of Gamers. Und ein Wohnmobil. Digga, trollt der? Digga, trollt der? Oder ist der Typ so unfassbar unendlich verloren? Oh Mann. Du. Oh nee, doch nicht. Stattdessen einen extrem unauffälligen blauen Ford Ranger. Das ist so ein richtig fettes Monster. Was denn für einer? Ein Ford Ranger? Ey, das ist so ein Monster, ich sag's euch. Und generell, Leute, ne, für eure Unterstützung, das kann ich im Moment echt gebrauchen, weil das Auto war echt teuer. Rainer wollte durch Deutschland touren und in den Hotels übernachten. Danke für aber die irgendwie konnten die Hater immer Rainers Standort herausfinden. Wem gehört nur dieser blaue Ford Ranger vor dem Hotel? Also der hat seine ganze Kohle ausgegeben, auch fürs Auto. Und dann hat er sich in den Stream reingesetzt und hat gesagt, ja, spendet mir Geld, das Auto war teuer. Der Typ. Also, ja. Was soll man dazu noch sagen? Außer ich muss los, Spätzle mit Soße. Hater haben Telefonterror betrieben, schlechte Bewertungen dagelassen. Ganz nett hier, aber in der Lobby wirft ein Oger mit Kot. Und sogar Polizeieinsätze ausgelöst. Rainer wurde aus allen Hotels gekickt und von Hotelketten geblacklistet. Also ist Rainer bei seiner Freundin eingezogen. Oh, my honey. Ja, Rainer hatte zum ersten Mal eine Freundin und es war keine Gummipuppe. Zum Herren? Ja. Wem gehört dieser extrem unauffällige blaue Ford Ranger vor dem Haus? Ah, Junge. Ich schaue in den Chat und das Erste, was ich lese, ist Würde. Oh nein, ich kriege noch den auf meinen Bauch. Oh no, Digga. Aus. Die Adresse seiner Freundin wurde geleakt. Und schon bald hatte er keine Freundin mehr. Am no! No! It's over! It's over! Das kann doch nicht sein! Wem gehört dieser extrem unauffällige blaue Ford Ranger vor dem Haus? Die Adresse seiner Freundin wurde geleakt und schon bald hatte er keine Freundin mehr. Am Altschauerberg wurde die Schanze mittlerweile abgerissen. Die Dorfbewohner haben endlich ihre Ruhe. Zur Feier wird ein Dorffest geplant. Wir machen demnächst ein großes Dorffest. Das fand Rainer gar nicht gut. Deshalb hat er dazu aufgerufen, das Dorffest zu besuchen. Was er nicht versteht, die Hater hassen ihn und nicht die unschuldigen Dorfbewohner. Das Dorffest fand ohne Zwischenfälle statt. Am 10. August 2022 hat YouTube Rainers Kanäle gelöscht, da er eine Upload-Sperre umging. Seitdem ist er hauptsächlich auf TikTok aktiv. Dort stellt er sich als Mobbing-Opfer dar. Ich weiß auch noch, wo der einfach auf Twitch gestreamt hat, obwohl er gebannt war und dann wurde er auch ganz schnell rausgeschossen. Und versucht durch Mitleidspenden zu ergattern. Was ganz gut klappt. Angeblich soll er aktuell nur durch Spenden ein Monatseinkommen von rund 5000 Euro haben. Der Drachenlord wird wohl nie mit seinem Zeug aufhören. Leite Selbstlöschung ein. Und der Hate wird ewig weitergehen. Wenn du merkst, du kannst dagegen nicht vorgehen, warum sagst du dann... Ob der den Aal wohl versteuert? Dass da mal nicht noch ein böses Aber kommt. Weil ich die nicht gewinnen lasse. Die gewinnen soll, doch nicht. Doch, natürlich gewinnen sie, wenn ich aufhöre, weil es genau das ist, was die machen wollen. Die wollen mich verarschen, die wollen mich fertig machen, die wollen meinen Willen brechen und es werden sie nicht schaffen, nicht schaffen, nicht schaffen. Was machst du noch hier? War Thunder wartet auf dich. Smash den Download-Button härter als es rein. Also das war wirklich auch ein sehr geiles, Xbox oder PlayStation. Sehr, sehr geiles, witziges Video. Und jetzt habe ich das Drachen-Game mit dem Ehrenbruder Twitch-Chat noch besser verstanden. Ja, heute ist er irgendwie unterwegs auf TikTok ohne festen Wohnsitz. Und ab und zu sieht man mal einen Clipperino im Internet, wie er am Bahnsteig oder durch die Stadt steppt. Auf Kick war er auch. Sagt mir nicht, Kick hat ihn gebannt. Ich kenne Real Rap keinen Streamer, der auf Kick gebannt ist, außer er dann. Ja, das mit Pornhub, der hat ja, also Chat, das hat er ja auch in dem Video gerade auch rausgelassen. Der Drachenlord hat, glaube ich, ganz viele Videos hochgeladen auf Pornhub, wo der sich irgendwelche Sachen, Puffpengne, da wo es halt beim Mann reingeht, reinhaut so. Und ja,
Das hat er hochgeladen. Ja, das war es komplett. Ja, ja, das wissen viele gar nicht. Das hat er, also nicht nur ein, zwei Videos, sondern so richtig viele. Und das hat er ja auch rausgelassen. Der hat auch teilweise Perversion mit Minderjährigen niedergeschrieben. Also so Sexgeschichten mit Minderjährigen. Was war noch alles? Also das ging schon sehr, sehr weit. Ich glaube, ein Holocaust-Leugner war er auch. Das hat er auch rausgelassen. So die ganzen heiklen Themen hat er rausgelassen. So nur auf witzig hat er das Ganze behandelt. Also der hat schon ein paar geisteskranke Sachen gedroppt, ja. Ja, der ist halt, also Re-Rap, das merkt man ja schon, wie der sich artikuliert und so. Der ist minder bemittelt, der Typ, ne? Klar ist das jetzt witzig gewesen, das Video und so, aber ich würde niemals Lebenszeit darauf verschwenden, den Typ dann im Internet zu mobben oder so. Und auch die Leute, die da sich da Spaß mitmachen, keine Ahnung. Ich denke, man hat trotzdem was Besseres zu tun, als auf jemanden wie ihn einzutreten, ne? Der schon quasi gestraft ist seit der Geburt. Einfach, weil er halt blöd ist. Blöd ist wie 3 Meter Feldweg. Ne?